Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute mit dem Federal Gunship. Und wieder sind wir unterm Schiff. Aber ich habe jetzt rausgefunden, wie wir trotzdem auch im Hangar das Schiff begutachten können. Einfach ganz nach links mit der Kamera. Und dann kommt man hier unter der Plattform vor und kann sich das Schiffchen anschauen. Ich habe vorhin mal ein bisschen rumprobiert und da fiel mir das auf. Ja, sieht ungefähr fast gleich aus zum Federal Assault Ship. Nimmt sich nicht großartig viel. Dürfte ein bisschen länger und größer sein allgemein. So, schauen wir noch mal rein. Kostenpunkt war bei dem Schiffchen 35 so um die 35 Millionen maximal. 30 bis 35 so in der Dreh. Und gehen wir in die Ausrüstung rein und auch hier wieder auf Kampf ausgerüstet. Das erste, was wir kaufen. A6 Kraftwerk. Auch 25,2 Megawatt. Okay. Eine große und 1, 2, 3, 4 mittlere und 2 kleine Aufhängungen noch. Sehe ich gerade. Ich war gerade irritiert. Ich dachte gerade, ist das das gleiche Schiff vom letzten Mal, weil das auch genau 25,2 Megawatt über hatte. Nee, okay, ist schon das Richtige. Gut, Schubdüsen. Ja, fitten wir es erstmal A. Frameshift A5 bloß. Oh, da kommen wir aber gar nicht weit. Scheint wohl eine richtige Kampfmaschine zu werden. Oh, ein 7er Energieverteiler. Das ist nice. Das ist eine geile Sache. Brauchen wir auch bei den vielen großen Aufhängungen für die Waffen. Sensoren, oh, D-Sensoren. Auch hier nur ein 6er Schildgenerator, sollte aber reichen. Ein A6, 25, also 27,5 Millionen kostet er, glaube ich, im richtigen Spiel. Aufklärungsscanner raus. Auch hier ist genügend Platz, um das zum Beispiel zum Abbauschiff umzufunktionieren oder so. Treibstoffsammler. Ach, ich bin doof. Ich hab den Treibstoffsammler eingebaut statt den Schildgenerator. Gut. Das ist natürlich Quatsch. So, eine Schildzeilenbank, die nehmen wir auch wieder mit, eine A6. Eine 5er und 2 2er noch. Denn wenn ihr das auf Fracht ausbauen wollt, könnt ihr 168 Tonnen Fracht maximal mit dem Schiff transportieren. Da bringt aber die Clipper schon mehr Fracht mit sich und auch, ich glaube auch das föderale Abwurfschiff dürfte mehr haben. Da kommt Frameshift-Unterbrecher, bauen wir uns auch direkt mal ein. Dürfte ja auch wie bei dem anderen eigentlich genügend an Energie noch über sein. Lackierung dürfte ja auch keine vorhanden sein. Könnten doch eigentlich in die Beta die ganzen Lackierungen mit reinpacken, oder? Tja, große Aufhängung. Boah, da würde ich am liebsten mal wirklich nur Impulslaser reinbauen. Das machen wir jetzt auch mal. Ein E3, 4E oder F2. Salven, Impulslaser, da sind sie, F2. Dürften dann trotzdem noch, wenn man alle 5 zusammenschließt, wir brauchen noch in die kleine Aufhängung welche rein, wahrscheinlich trotzdem nicht so sehr den Energieverteiler beanspruchen. Ist das der richtige? Ja. Ach, noch genügend Energie über. Bräuchte man gar nicht das große Kraftwerk. So, und noch, bin ich schon vorbei? Man kann gar nicht hingeschaut. Ja, hier, G1. Und nochmal ein G1. Da.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waffen dran. Das ist nicht schlecht. Halt. Düppelwerfer auch wieder mit dabei und Schildbooster. Ich muss mal kurz raus. Mal eben hier rüber. Und zwar sieht denn die Frachtluke aus. So, mal schauen, ob das nochmal mit dem guten Schildbooster klappt oder ob das zu viel ist. Ah, das ist leicht drüber. Das ist ein bisschen ärgerlich, obwohl wenn ich die Lebenshaltung auf 2 setze, müsste es doch gehen, oder? Oder den Frameshift-Antrieb oder so. Ne, warte mal. Machen wir anders. Den Frameshift-Unterbrecher auf 2. Jetzt haut's hin. Gut. Stelle ich mal kurz noch die Schildbooster aus, damit sich das Schild wieder regeneriert. Na. Oh je, 7 Waffen, Alter. Wir waren aber noch nicht fertig, denn die Legierung, da kommt nochmal ein Militärkomposit rein. Und theoretisch könnten wir hier noch rumfüllen, Verstärkung oder irgendwas einbauen. Brauchen wir aber nicht. Das lassen wir erstmal so. Das ist echt eine Menge. Alter Schwede, 7 Waffen. Mal gespannt. A7 Energieverteiler, da dürfte einiges dabei haben, dass wir lange feuern können. Gerade weil es halt nur eine große Aufhängung ist, 4 kleine und 2. Sorry, 4 mittlere und 2 kleine. Was hat man denn hier? Obrigkeit. Ach so, ich könnte übrigens, wir sind ja in der letzten Folge dann zum Schluss gestorben. War ja nicht weiter schlimm. Könnte aber trotzdem noch die Aufgabe abgeben. Ich dachte, Aufgaben verschwinden, wenn man dabei stirbt. Anscheinend nicht. Hier hätten wir ein paar Piraten. Ich nehme die jetzt einfach mal an. Und dann können wir da mal hindüsen und ein paar Piraten klar machen. Lädt wieder ein kleines bisschen. Das ist, glaube ich, in jeder Beta so. Jeden Beta-Patch. So, Schildbooster kommen hinzu. Ja, und dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Lass mal kurz an die Oberfläche. Rufe ich direkt nochmal die Galaxiekarte auf. Hier müssen wir hin. Gibt es da vielleicht was in dem System? Nö. Gut, heben wir ab. Manövrierbarkeit 2 von 10. Das Assault Ship hatte eine 6 von 10. Na, gucken wir mal, wie es sich schlägt. Top Boost 325, Top Speed 197. Ah, nicht ganz, bis auf 300 Boost bin ich gekommen. Ja, 301, 302 Boost höchstens. Trotzdem nicht so schlecht für das große Schiffchen. Ist übrigens noch ein Medium Ship. Holen wir mal ein paar Piraten raus. Ich habe vorhin übrigens mal Ewigkeiten wirklich hier alle Systeme im Umkreis abgesucht, um die Founders World ringsrum, ob ich irgendwo vielleicht mal eine Kriegszone finde. Können wir vergessen. Hm? Nichts, nichts. Absolut nicht. Ich habe vielleicht 40, 50 Systeme hier ringsrum angeklickt. War keins dabei, was im Kriegszustand war. Nun weiß ich nicht, ob das an der Beta liegt oder ob das allgemein ziemlich friedliches Völkchen ist hier bei der Föderation. Ich bin nicht so sicher. Schießen direkt ein paar vorbei an uns. Gut, machen wir mal hinterher. Frameshift.
Transporter FSA unterbreche es an. Ich hol den direkt mal raus. Oh, das ist sogar ein Dreierwing. Super. Ja. Kriege ich den noch? Die rote Seite oder die rote Leiste rechts hat sich gerade ganz schön schnell aufgebaut. Na komm. Okay, jetzt kriegen wir ihn. Ja. Also scheint doch was dran zu sein mit den besseren Frameshift-Unterbrechern. Boah. Alter, hat er das gesehen? War es Energielimit überstiegen? Ja, okay. Ups. Okay, die Waffen machen ganz gut mit, trotzdem alle an sind. Das ist die reinste Lasershow. Oh Mann ey, das geht schnell. Alter, ey, das haut ja mal übel rein. Ich würde es gerne noch beim großen Schiff irgendwo testen. Ich krieg gerade die Igel nicht ins Visier, doch jetzt. Boah. Wenn man sich die Feuergruppe noch ein bisschen anders legt. So und so, genau, kann man damit sogar noch viel besser haushalten. Das sind jetzt ein großer Impulslaser und zwei mittlere, seht ihr, die gehen kaum runter. Bei den anderen Feuergruppen, das sind zwei mittlere, zwei kleine, das ist genauso, plus minus null würde ich sagen, was da weggeht. Na doch, ein kleines bisschen minus, ein bisschen geht von der Leiste runter und dann natürlich alles zusammen. Das ist so abgefahren. Also Style-Bonus vom Schießen her auf jeden Fall dabei. Trotz widerwärtiger Föderation. Naja, gut, suchen wir uns noch ein paar. Wie viel brauche ich denn? Vier brauche ich für die Aufgabe. Ich wollte eigentlich ein paar größere Schiffchen noch erwischen. Wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar große aus dem Superkurs ziehen können. Also gefällt mir gut. Kostet wahrscheinlich voll ausgebaut irgendwas um die, ist ja immer knapp das Doppelte, was man so hinlegen muss. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Sidewinder, ach nö, komm. Hat auch was Richtiges dabei, eine Vulture. Das sieht gut aus, die ist hinter uns. Ist immer so das Doppelte, was man rechnen sollte bei den großen Schiffen. Bisschen mehr teilweise. Bei der Anaconda zum Beispiel, wenn er die komplett A-fittet, oh Gott. Das sind ein paar hundert Millionen noch, die ihr da hinlegen könnt. Ist aber auch fast nicht nötig. Außer vielleicht im richtigen PvP. Ich hole jetzt einfach alle raus. Ist mir gerade egal, ob die feindlich sind oder gesucht oder so. Wie gesagt, ist ja nur die Beta da. Ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier einfach ein paar wegschieße. Auch wenn das vielleicht nicht so von Vorteil wäre im richtigen Spiel. Aber hier ist es egal. So, ich denke, wir werden dann die anderen Folgen vielleicht auch noch mal ein bisschen in dieses CQC reinschauen. Das war auch nicht so verkehrt. Und mal zu sehen, ob es da vielleicht noch mehrere Karten gibt. So. Also ich denke, für eine Kampfzone ist das ganz ordentlich zu gebrauchen. Oh, erstmal schön das Schild weg.
1, tippe die Sau. Na komm her. Meine Fresse. Oh, wie ich es hasse, wenn man sich zusammen umeinander dreht. Wie so ein Doppelstern. Mann. Wenn es absolut nicht klappt, dann einfach wegboosten und neu anfliegen. So. Ja, jetzt düppel ich auch mal. Boah, jetzt düppelt er auch wieder. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gut, bei den vielen Laserstrahlen, irgendeiner trifft auf jeden Fall. Sehen wir auch links am Schiff. Ja. Schon recht witzig mit den Impulslasern. Sind wir doch mal hinterher, dass wir den vielleicht noch klein kriegen. Kraftwerk ist bei 0. So, Hülle auch. Und da platzt das Ding. Ja, haben wir noch eine schöne Strafe bekommen. Gut, vielleicht doch nochmal ein ganz großes Schiff. Zwölfeinhalb Lichtjahre Sprungreichweite, das ist nicht viel. Das ist wirklich sehr wenig. Eine Viper, komm schon, mal noch eine fette Anaconda. Oder nochmal eine starke Signalquelle. Och nö, jetzt klingelt gerade hier im Hintergrund das Telefon. Ich hoffe, das ist sehr leise und es kommt nicht so rüber. Gehe ich jetzt nicht ran. Ich weiß, wer es ist. Diamondback aufklären, ASP. Eine unidentifizierte Signalquelle. Was haben wir noch? Noch eine andere Viper. Ja, noch eine starke Signalquelle. Komm, dann machen wir es wie in der letzten Folge. Und vielleicht haben wir hier nochmal einen riesen Konvoi. Ja, nicht wirklich. Auf jeden Fall wird hier gekämpft. Vielleicht doch der eine oder andere Pirat dabei, oder? Der hier? Oh, eine Klippe haben sie hier zerlegt. Also alleine wegen dem Sound und wegen der Effekte würde ich schon kaufen. Komm schon, haben wir sogar die Aufgabe noch erfüllt. Was haben wir hier noch so rumdüsen? Das war doch ein Geschwader gerade. Die ASP gehört noch zu jemand anderen dazu. Du hier eventuell? Ja, könnte sein. Haha, das war's. Keine 3 Sekunden. Okay, die hatte keine Hülle, kein Schild mehr. So, haben wir noch jemanden? Ja. Dich hier vorne. Na komm her. Also für Piratenmissionen auf jeden Fall zu empfehlen. Oder halt im Abbaugebiet ein paar Piraten wegknallen. Ist das die letzte aus dem Dreierwing? Ja. Da springen die kleinen Schiffe, oh Gott, auf jeden Fall schnell. Und hier noch die letzte. Boah, habt ihr das gesehen? Komplettes Schild direkt runter auf 18%. Hat natürlich nur einen geringen Kampfrang.
aber trotzdem, wie gesagt, für solche Aufgaben sehr empfehlenswert. Ich denke mal auch gegen große Schiffe würde das ganz nett sein. Schauen wir nochmal, vielleicht kriegen wir nochmal ein großes vor die Flinte. War ganz geil, würde ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen wollen. Orca. Oh. Also wehren würde sich das Schiff mit Sicherheit nicht. Was haben wir hier noch? Ein Igel? Nö. Matthew Asher. Ach, hat nicht mal ein Schild. Ach, was soll's. Können wir doch mal mitnehmen, oder? Machen wir uns wieder mal mächtig unbeliebt hier. Okay. Ich gehe mal auf den Antrieb. Vielleicht kriege ich den Antrieb kaputt. Das wehrt sich sogar das Schiff. Ah nee, ich glaube das Schiff platzt eher, oder? Obwohl, jetzt bin ich hinten dran. Muss ich sogar noch hinterher boosten, damit ich es noch bekomme. Ah, okay. Gut, ging die Hülle doch eher kaputt. Sehen wir mal eine Orca platzen. Ah, nett. Nur Schall und Rauch über. Da kann man auf jeden Fall auch schön rumexperimentieren, was einem am liebsten ist. Mit den Waffen, aber ja, Impulslaser sind keine schlechte Sache. Mit dem bin ich ja ewig rumgeflogen, auch mit der Vulture. Und letztendlich dann doch auf die Salvenlaser bei der Anaconda dann umgestiegen, weil sie sich da als ja, doch Bestes mit erwiesen haben. Ja, nochmal eine Diamondback-Erkunde. Aber hier, so würde ich die auch im richtigen Spiel, denke ich mal, fliegen. Vielleicht hier und da noch eine kleine andere Option oder... Ja, müsste man mal schauen, je nachdem, wofür man es braucht. Gibt ja schon genügend Schiffe, die in der Preisklasse mitspielen, die man genauso verwenden könnte. Ah, zwei unidentifizierte. Noch eine starke vielleicht. Das hatten wir auch schon mal. Auch hier wieder eine illegale Bergung. Jetzt ganz schön was zur Rums. Guckt euch mal die ganzen Trümmer an. Riesen Trümmerfeld. Achso, ich habe die Frachtluke ausgestellt. Na gut. Eine Clipper. Was hätten wir noch? Noch ein großes, eine Anaconda vielleicht sogar? Jetzt auf jeden Fall ein paar Schiffe zerlegt, nicht bloß ein oder zwei. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ach verdammt, wir haben gar keinen Frachtraum. Huhu, hätte ich mal mitgenommen, so ein Ding. Ja,
immer nur die kleinen Schiffchen. Frag mich sowieso, warum nicht mehr von der Systemsicherheit in Anacondas unterwegs sind. Die könnten sich's doch leisten. Oh, eine Igel. Oh, da haben wir noch mal eine starke Signalquelle. Muss ich gleich mal rumdrehen. Bisschen zu spät gesehen. Reicht das? Oder? Komm schon. Ach, hier haben wir wieder T9, 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 Sidewinder, T9. Ach komm. Krallen uns mal so einen T9-Transporter. Und wenn wir drauf gehen, ist es nicht so schlimm. 3, 2, 1. Kraftwerk ist kaputt. Schiff lebt trotzdem noch. Naja, die Dinger platzen einfach nicht mehr, wenn das Kraftwerk kaputt ist. Das ist ein bisschen schade. Hohoho. Die anderen wollen wohl nicht. Der T9 ist sogar gesucht. Das ist ja krass. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was es da an Kopfgeld gibt. Also ich glaube, einen T9 habe ich noch nie gesehen oder höchstens mal einen, der gesucht ist. Okay, da können wir direkt die Hülle wegballern vom Schiff. Brauche ich gar nicht mehr aufs Kraftwerk gehen. So, was hat er dabei an Kopfgeld? 85.000. Na, wir haben ja noch ein paar. Die rühren sich gar nicht. Ist egal, nehmen wir den ganzen Konvoi auseinander. Also das Schild ist auf jeden Fall sehr schnell weg. Beim T9. Kommt auch mit seinen beiden popligen Türmen nicht weit. Einer sogar gesucht. Vielleicht sogar noch mehr. Da könnte man vielleicht auch mal öfter hingucken. Wenn man so eine Quelle findet, einfach mal die ganzen T9 scannen. Ja, zwei sind es noch. Und dann noch die beiden Sidewinder. Trotzdem drauf schießen. Bei dem riesen Monster bringt der Doppelwerfer anscheinend nicht so viel. Lass mich bitte leben. Nö, 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 nö. Oh, da kommt die Systemsicherheit angerauscht. Will sich doch nicht mit mir anlegen, oder? Bisschen näher ran. Ah, da kommen jetzt immer mehr von der Systemsicherheit. Ich wollte eigentlich mal gucken, was hier an Trümmerteilen so, oder an Abwurf rumliegt, an Containern, was sie haben fallen lassen. Oh, scheiß System, Fuzzi. Halbleiter, persönliche Waffen, Kriegswaffen. Alles dabei. Ja, noch eine kleine Igel. Ich gebe der 10 Sekunden höchstens. Es sei denn, sie fliegt an uns vorbei. So. Die anderen sind schon weitergeflogen. Da ist noch der andere T9. Den nehmen wir auch noch mit. Okay, der, ach so, das ist der einzige, der im Wing ist mit den beiden Sidewindern. Ja, die Waffen sind schon echt geil. Also Salvenlaser, alles mit Salvenlaser bestückt würde die Energie
deutlich zu schnell runterziehen. Was hat der fallen gelassen? Auch Kriegswaffen. Das würde einiges an Geld bringen, wenn man die ganzen Waffen einsacken könnte. Was? Der Sicherheitsdienst kommt nochmal? Mit einer Viper? Na komm mal her, Freundchen. Sogar mit zwei Schiffen. Die kann man halt fast mit einer Ladung wegschießen. So, wen haben wir noch? Noch die Sidewinder. Oh, das ist der Anaconda. Nice. Der schieße ich mal den Antrieb weg. Ich versuch's zumindest. Oh, oh. Oh. Der hat mich mit ihrem scheiß Plasmageschoss getroffen. Verdammt. Das ist natürlich jetzt recht übel. Wir schießen dann noch auf uns einen Igel. Das war das Schild wegkriegen von der Anaconda. Komm mal her, Igel. Das ist noch die Sidewinder, noch greift sie nicht mit an. Oh, nice. Schöne weiße Lackierung. Oh, da kommen immer mehr. Verdammt. Jetzt wird es langsam echt knapp. Aber ich glaube, das Schild hält, oder die Hülle hält eine Menge aus. Da ist die Anaconda wieder. Wir können noch ein bisschen düppeln. Kriegen wir sie vielleicht noch klein. Aber wenn das Kraftwerk kaputt ist, dürfen die doch auch nur noch in der Gegend rumstehen, ohne dass sie sich weiter bewegen. Boah, hier ist was los. Aber die hat eine gute Hülle. Oh, 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 oh. Oh, Grafikfehler bei der Anaconda. Habt ihr das gesehen? Man konnte durch den Rumpf durchschauen. Boah, die Hülle hält echt eine Menge aus. Mit den anderen drei Sicherheitshainis, die machen gar nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich schon längst kaputt bin. So, Kraftwerk ist kaputt und jetzt dürfte sie stehen bleiben. Ja. Wir werden gerade beschossen mit Kanonen, glaube ich. Seht ihr das hier unten? Das ist ein Grafikbug. Da kann man halb durch Schiff durchschauen. Ich hoffe, das wird behoben in der finalen Version. Das fiel uns beim letzten Mal schon auf. Wir haben gleich wieder Schild. Das ist ja super. Kann ich direkt nochmal eine Schildzelle ziehen? Nehmen wir die anderen hier noch mit. Schildzelle. Kommt die noch durch? Ja. Haha, nice. Direkt die nächste hinterher. Eine oder so müsste ich noch haben. Jawohl. So, jetzt ist hier Achterbahn. Schluss mit lustig. Aus die Maus. Oh, der nächste Igel. Haha, zwei Schildzellen sind sogar noch da. Nehmen wir direkt noch eine. Das Schild wieder voll. Da ist immer noch die eine Sidewinder vom Konvoi. Achso, noch mal eine Viper.
hält ordentlich was aus, das Schiffchen. Krass, wir haben nicht mal eine Rumpfhüllenverstärkung drin. Oh, da kam noch mal ein Schiffchen. Noch eine Viper. Dürfte ja dann die letzte sein. Jetzt haben wir aber echt alles auseinandergenommen. Okay, da kam jetzt da nochmal ein anderes Schiff rein. Na gut. Die Viper nehmen wir noch mit, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ah, eine kleine Igel, die geht schnell. Aha, 1%, komm her. So, weg mit dir. Schön. Haben wir uns reichlich unbeliebt gemacht. Lokales Kopfgeld. 125.000 mal eben. Oh, guck mal, da ist nochmal eine Anaconda reingekommen. Kommen jetzt immer mehr rein. Naja, gut. Soll es das mal gewesen sein. Ich schließe jetzt hier einfach mal raus aus dem Gebiet. War lang genug heute. Ja, fein. Geile Sache, schönes Schiffchen. Ich denke mal, das kriegt man leider dann wirklich nur mit einem Rang bei der Föderation. Mit welchem, keine Ahnung. Ich nehme an, das Äquivalent zum Baron beim Imperium. Weiß nicht, wie der heißt bei der Föderation. Leutnant oder sowas? Keine Ahnung. Tja, jedenfalls, geile Sache. Gefällt mir saugut, das Federal Gunship. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.